Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen, hier aus Marokko, aus meinem Hotelzimmer. Wow. Schaut euch an, ich bin ehrlich gesagt noch ein kleines bisschen müde, meine Augen sind noch ein bisschen klein. Ich zeige euch erstmal kurz mein Hotelzimmer. Ja, das haben sie schön gemacht. Und hier ist völliges Chaos, wie immer, weil wenn ich ins Hotelzimmer gehe, dann dauert es irgendwie ganz genau 4 Stunden und dann ist immer das größte Chaos. Läuft bei dir, Junge? Ich habe euch hier auf YouTube auch noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich in Marokko mache. Und zwar, ich bin auf einem Golfcamp eingeladen. Ich habe noch nie in meinem Leben gegolft. Durfte Michael geht golfen, eh schon mal strange Situation. Aber ich zeige euch mal hier 2, 3 Versuche, wie das die Tage ausgesehen hat. Was jetzt Golfer zuschauen denken, die sind wahrscheinlich alle, was bist du von den Pflaumen? An alle anderen, schaut mal, da vorne ist Meer. Und da gehen wir jetzt hin. Ich gehe eine Runde joggen und nehme euch das einfach mal mit. In diesem Sinne, let's go! Das ist der Strand. Strand, schweres Wort. Ganz da hinten, wo ihr die Mauer vielleicht seht, brauchen wir König. Und ihr darf nicht hinschauen. Das macht's rabarabumbe. Ihr seht, wer ist in Ruidia und die Sonne ballert auch schon heftig. Na, wer von euch war schon in Marokko und würde gerne mal hingehen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Und jetzt geht's da eine Promenade entlang zurück. Was ist da los? Es fängt einfach noch an zu regnen. Aber egal, ich gehe schnell eine Runde duschen und dann zeige ich euch die Hotelanlage. So, frisch geduscht. Wow. Und jetzt geht's zum Frühstück. My Dad. Ich folge morgen, hat mich übrigens gerade ausgesperrt. Jetzt muss ich zu Putzfreunde, die haben mir aufgewacht. Wie schon gesagt, dahinter seht ihr es da, wo der König. Und auf der Seite, das sind die ganzen Hotels. Ich habe natürlich das letzte, das heißt, ich muss immer ganz nach da vorne laufen. Nur die Frage ist halt, wen juckt. Hey, guten Morgen! Da haben wir nur eine Frage, Nick. Wie ist die Stimmung? Hey! Hast du schon frühstücken? Ja, natürlich. Ich gehe jetzt frühstücken. Es regnet nicht mehr, die Sonne ist da. Frühstück, Leute. Guten Morgen, Freunde, wie ist die Stimmung, Viola? Oh, ich bin müde. Oh, Daniel! Ey, nicht bei meiner Lehrerin die Stimmung. Super! Guten Morgen, Micha. Wie ist die Stimmung? 2000 years later. Sehr gut, weil wir frei haben. Oh ja, der hat erst mal ein O-Säffchen. Keiner glaubt, dass das O-Säffchen ist. Wie ist die Stimmung? Ich sehe schon, Stimmung heute noch ein bisschen ausbaufähig, aber egal. Schau mal die Insta-Models hier. Also bei mir sieht es gut aus. Bei euch so? Hey, die habe ich noch gar nicht gefragt. Die Stimmung, Christine? Ganz große Klasse. Definitiv nein. Kim, du bekommst jetzt 3 Sekunden in meinem Vlog, was ich sagen. 1, 2, 3. Nimm mal die Kamera, lauf was vor mir her, dass so richtig cool aussieht. Okay, let's go. Herzlichen Applaus an unseren Kameramann. DJ Dobby! Wisst ihr was? Jetzt geht's an die Platzreife. Oh oh. Los geht's! Solide, solide! Hey, da drin! Ja! Platzreife bestanden! Ah, danke! 6.5 Stunden later. Ja, euer Vlog-Professor hat mal wieder vergessen zu vloggen. Was kannst du eigentlich? Wir haben jetzt irgendwie kurz vor 12. Und die Woche ist jetzt auch schon vorbei. Um 3 Uhr geht's zum Flughafen. Und es war irgendwie so eine geile Woche. Ich hätte eigentlich viel gerne viel mehr gevloggt. Aber ich weiß auch nicht warum nicht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und damit gute Nacht.